Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir wollen ja in dieser Folge unseren Weg Richtung Vizima bahnen. Und ich habe herausgefunden, dass man mit STRG gehen und laufen kann. Ja, es klappt. Nebenbei bin ich hier natürlich auch wieder ein bisschen am... Die Sonnenblumen kann man nicht... Oh, guck mal hier, richtig schöne Sonnenblumen verstecken. Bah! Die Sonnenblumen kann man nicht nehmen. Naja, was soll's. Und wir, ich verstricke mich schon wieder im Sammeln. Es ist wieder... Es ist wieder typisch. Ich habe überlegt, ob ich nun laufe oder, ob ich nun laufe oder nicht. Ob ich nun mit Plötze Fahrrad fahre, wollte ich gerade sagen. Oder ob ich, sag schon hier, zu Fuß gehe. Aber ich glaube, ich werde das zu Fuß anstreben. Weil mir die Welt wirklich sehr, sehr gut gefällt. Die Welt, die mir gefällt. Und da kann man nämlich noch ein bisschen hier die ganze Gegend erkunden. Das sieht aus wie ein verlassenes Bauernhaus hier. Muss ich sagen, das sind Rehe. Ich hoffe nur, dass ich nicht auf Gegner stoße, denen ich nicht gewachsen bin. Da kommt man nett rein. Ja, verlassenes Bauernhäuschen. Da kommt man rein. Hier findet sich aber nichts, ne? Da hinten sind Gefahren. Nö, hier ist irgendwie gar nichts drin. Das ist ja ein bisschen komisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Alte Frau. Oh, die kann uns was geben. Objekte zerstören. Einige Objekte können zerstört werden. Sie sind mit dem Symbol Zick markiert. Wenn du ein Objekt zerstören willst, dann hast du 8 Zeichen. Ah, okay. Oh, junger Mann. Wenn du ohnehin da reingehst, würdest du dann mal nach meiner Bratpfanne gucken? Einer der Strauchdiebe hat sie sich geliehen und ist dann verschwunden, ohne sie mir zurückzugeben. Wie bitte? Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich: Meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Boah. Gut, ich helfe dir. Wir sind mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Hallo?
existiert doch wieder gleich irgendwas, könnte ich wetten, oder? Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Na, die Leiche werden wir gleich untersuchen. Alles mitnehmen. Schema, stumpfer Armbrustholzen. Ah, sehr schön. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Monokel mit Sprung. Interessant. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ich will dich nicht anzünden. Ich will das da oben nehmen. Ah. Dokumente, fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, nun warte doch mal ab, Mütterchen. Nun warte doch mal ab. Müssen wir doch gleich mal ins Inventar schauen. Bratpfanne, gewöhnlicher Gegenstand. Silbermonokel, Objekt zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Wo haben wir denn jetzt die Fetzen? Oh, ist das voll. Okay, das ist alles neu hier. Ich habe auch noch. Brief eines toten Soldaten Guthoff. Ich möchte dich um etwas bitten. Ich bin in Besitz einiger wertvoller Gegenstände gekommen. Frag mich bitte nicht wie. Aus Bescheidenheit möchte ich die heldenhaften Taten, die ich im Kampf für unser geliebtes Vaterland begangen habe, nicht herumposaunen. Jedenfalls ist es so verdammt viel, dass ich die Sachen unmöglich alleine zurückschleppen kann. Deshalb habe ich alles in eine Truhe gelegt und diese am Strand begraben. Am Fuß der Klippe mit den beiden verbrannten Hütten drauf. Dort, wo wir immer Krebse gefangen haben. Erinnerst du dich? Ich bitte dich nun um Folgendes. Nimm einen Schubkarren und eine Schaufel und geh damit zum Strand. Aber sorge dafür, dass dir niemand folgt. Wir werden den Schatz verladen und in Wüsema verkaufen. Danach teilen wir den Gewinn halbe, wie es sich in seiner Familie gehört. Okay. Und wenn du ein Treffen ausmachst, verbrannte Papiere, und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, habe mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert, bin mit nichts als meinem verfluchten Schwanz in den Händen dagestanden und habe umsonst gewartet. Ich dachte, die nilfgaardischen Truppen wären besser organisiert, aber du, unleserlich, sag deinem gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber da sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat, werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. Okay. Dann haben wir noch das Buch. Du hast dieses Buch schon gelesen, du hast es schon gelesen. Aushang, ja, das ist ja der Aushang. Das ist dieses Märchen, ne? Das werden wir uns ein anderes Mal zu Gemüte führen. Inventar. Okay. Was ist das? 3 Zeichen Intensität. So, die Bratpfanne haben wir gefunden. Frage, die Nilfgaardische machen. Jetzt müssten wir, ne, Q war das nicht, ne? O. War O Quests? Nein. Quests. Hier. Zack, jetzt muss ich wieder zu der alten Omi, ne?
Oh, das war falscher Knopf. Haben sie Quint gedaddelt. Dann werden wir mal zur Omi gehen hier. Wir haben hier alles rausgeräumt und hoffen, dass wir nichts irgendwie vergessen haben. Hier, Oma. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut. Sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal. Du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen. Für die Reise. Na Mensch. Vielen Dank, Omi. Was habe ich bekommen? Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Quest abgeschlossen. Was habe ich bekommen? Erhalten 10 Erfahrungspunkte. Na, immerhin. Habe ich irgendwie ein bisschen Kohle gekriegt oder so? Nee, ne? Bratapfel. 5 Bratäpfel habe ich gekriegt. Na Mensch. Na Mensch, ich glaube, hier kann man angeln und Fisch denn holen, ne? Ist doch wenigstens etwas. Gibt's hier noch irgendwas? Hier ist noch was. Ich glaube, ich sollte mal speichern. Okay. Weil das hier nämlich so aussieht, als wenn... Rohes Fleisch. Ach, hier waren ja die Wölfe, ne? Ich habe mich hier nämlich schon mal umgeguckt. Hier waren nämlich Wölfe. Und den wollte ich nicht so schnell mehr begegnen, weil die sind nämlich Stufe 6, sofern ich mich erinnern kann. Und das ist mir ein bisschen zu hoch. Ergo gehen wir einfach mal... Der will uns abseits des Weges führen, der Kollege. Oh, da habe ich ja Respekt vor, ne? Also gehen wir einfach mal warte mal. Der hat doch irgendwas von der Dingens gesagt hier. Ist es das hier vielleicht gewesen? Bewachter Schatz. Es könnte das sein, ne? Oder hier das. Schmugglerversteck. Wovon der geredet hat. Oder halt das. Das kann es auch gewesen sein. Ich weiß es nicht. Wir werden es irgendein andern Mal herausfinden. Aber erstmal werden wir der Straße folgen. Ah, guck mal, hier eine Wache, oder was? Wer ist das? Hallo? Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Nein, möchte ich nicht. Danke trotzdem. Ah, guck mal, hier ein Ertrunkener. Hässlicher Bastard. Oh, der ist Level 4. Das Schild scheint gar nicht mal so. Das Schild scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Muss ich sagen, das gefällt mir. Das Schild scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Das gefällt mir. Das werde ich wahrscheinlich öfter benutzen. So hat man wenigstens einen Hit Intubations. Inkubationszeit. Bin ich jetzt vom Weg abgekommen? Ich weiß es nicht genau. Eigentlich wollte ich hier gar nicht am Strand entlang. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Toll, hätte ich da auch am Strand weitergehen können. Ich, ja, was soll's. Wie dem auch sei, wir machen uns auf nach Nilfgaard. Nach Visimar. Visimar, nicht Nilfgaard war das, ne? Neue Markierung, bewachter Schatz. Wo? Oh. Ich werde lieber nochmal speichern, bevor. Hier sind nämlich wieder diese bösen Wölfe. Seht ihr? Die sind nämlich wirklich. Oh, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, Kollege, nicht ins Wasser. Ha, aha. Komm her. Blödes Vieh. Oh, ein Wark. Okay, okay, okay. So langsam scheine ich das Kampfsystem zu verstehen. So, in Folge. Folge 10. Ist hier sonst noch irgendwo einer? Nein. Rubinstaub. Sehr nice. Stahlbarren. Leinen. Oh, viel, viel Krimskrams. Viel, viel Krimskrams. Ist hier sonst noch irgendwo was? Nee, ne? Hier kann man überall mit diesen Fässern arbeiten. Scheint sehr interessant zu sein. Sumpf? Hier hinten ist noch irgendwas. Ach, diese Wolfsleiche wahrscheinlich, ne? Rohes Fleisch. Kann man bestimmt irgendwie braten oder so. Naja, machen wir uns weiter Richtung. Sieht das nicht geil aus bei Vollmond? Schade, dass man das UI nicht irgendwie wegmachen kann. Also ich wüsste auf jeden Fall nicht wie. Das ist halt das doof. Was ist denn hier los? Vergiftet. Gaswolken sind giftig. Sei vorsichtig. Okay. Hier sind alle temporalen Effekte, die gerade auf deinen Charakter wirken. Okay. Okay, dann mach ich mich mal weg hier. Das ist ja nicht so gut. Gaswolken lassen. Geht nie. Wow! Okay. Gut, hätten wir das auch herausgefunden. Das ist schon mal schön. So, wir müssen hier hin. Genau. Werden wir uns mal hier weitermachen. Okay, die waren Level 5 und die waren nicht so schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann, vielleicht wegen dem Waffenbuff. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Guckt euch mal das an, wie geil das aussieht. Ja. Oh, Riesenruine. Und die Lichteffekte. Hammer. Also ich hätte es wirklich schon mir Mai holen sollen, sag ich ganz ehrlich. Sag ich ganz ehrlich. Top. Allein von den grafischen Aspekten schon her ist das ein geniales Spiel. Freut mich sehr. Und halt dieses Open World, das mag ich halt irgendwie sehr gerne, ne? Das ist halt so mein. Neue Markierung, Nilfgaardische Garnison. Ja, kriege ich halt irgendwie hin. Was haben wir hier? Hier sollen wir irgendwie. Wir haben hier viel zu tun. Sehr viel. Okay, Kollege. Kein Problem. Ich gehe ja schon nach oben. Ich gehe ja schon nach oben. So, dann werden wir uns mal Nilfgaard anschauen. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn Hobby wieder Witcher 3 spielt, in dieser wunderschönen Welt von Temarin oder wie das auch immer heißt. Auf Wiedersehen!